So, dieses die Tor links. Habe Durst, meint ihr? Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Was, wo? Links, Tor? Das Tor. Tor! Es gibt noch einen Ausgang vom Gelände, allerdings nicht so prächtig wie das Tor, durch das wir gekommen sind. Schaut, unten ist es ein bisschen lädiert. Da, du hast recht, Shirl. Vielleicht hat eines der Kinder draußen auf der Straße beim Spielen einen Fußball dagegen gebolzt. Bei einem derart großen Anwesen kommt man mit den Reparaturen ja kaum mehr nach. Gut. Wir haben den Garten jetzt gründlich durchsucht, aber noch immer keine Spur von Rex. Wo ist diese Katze nur hin? Ah! Kommissar Shaw denkt nach! Also, wie sehen deine Schlussfolgerungen aus? Ich mache mir anhand der Beweismittel hier im Garten gerade ein Bild des möglichen Geschehens. Wirklich, erstklassige Arbeit, Shirl. Oh, das ist spannend. Erzähl mir mehr, Mr. Holmes. Combs? Gut, wie wir alle wissen, ist Rex auf der Bananenschale ausgerutscht und direkt durch die Fensterscheiben gesegelt. Natürlich. Oder Fensterfront oder sowas. Im Garten begegnete er dann einer Schlange. Er war so schockiert, dass er durch das kaputte Nebentor aus dem Garten gefallen ist. Na, das ist doch mal Detektivarbeit. Geflohen. Oder geflohen. Nicht gefallen. Ja, hätte ja auch sein können. Weißt du, so... Ja, und direkt durchs Tor. Ja. Okay, du meinst, Rex ist gar nicht mehr auf dem Gelände? Ja, davon gehe ich stark aus, Nadelstreifen. Wir haben schließlich hier schon alles umgekrempelt. Meine Güte, das macht es ja noch prekärer, ihn zu finden. Wir können doch nicht aufgeben, nur weil es prekär oder unfair oder was auch immer ist. Wenn Rex das Gelände verlassen hat, müssen wir ihm folgen. Gut, dann gehen wir mal hinaus auf die Straße. Wenn der Kater es nicht gewohnt ist, das Anwesen zu verlassen, ist er wahrscheinlich noch nicht weit weg. Ja, da hast du wohl recht. Gut, mal sehen, ob wir ihn auf der Straße finden. So, Straße? Hier draußen sind keine Katzen, die wie Rex aussehen. Rex! Deine Mama macht sich Sorgen um dich. Na, 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 na. Frederico! Komm nach Hause! Mama! Frau von Doppelfund. Sie ist ein Mensch. Rex ist eine Katze. Na und ich erklärt mir doch bitte, wie das funktioniert. Ich bin trotzdem die Mama von meinen Katzen. Wie hast du die? Wie sind die? Also, wie macht man kleine Katzen? Ich habe die von Babys an großgezogen. Ich bin deren Mama. Okay. So. Wer ist dann deren Papa? Der Vater war sehr schön. Oh. Aber der hat sich nicht aufgezogen. Nee. Oh. Und deswegen kann sie nicht seine Mutter sein? Oh. Was? Uff. Eine Katze. Da drüben. Schaut. Hast du sie gesehen, Miss? Katze? Katze! Katze! Aber die Katze. Katze! Kein Rätsel. Nein, nein. Das ist nicht Rex. Das ist eine andere Katze. Die Farbe des Fells und der Rest passen nicht. Auch der Rest passen nicht, oder? Und sie ist deutlich zu mager. Die Katze einer reichen Besitzerin wie Frau von Doppelfund wäre nie so mager. Naja, vielleicht frisst Frau von Doppelfund hier ja immer das Essen weg. Hm. Stimmt, also suchen wir weiter. Oh. Ja, und nun? Ich denke mal, wir müssen mit den Leuten reden. Nee, wir müssen irgendwas anklicken. Mhm. Ah ja. Also ich habe hier dieses Loch, aber das ist... Ach so, ja, jetzt... Das hatten wir ja vorhin schon, ne? Ja. Also sollen wir einen von denen beiden? Also da ist ja noch eine Lupe offen. Bedeutet, wir müssen irgendwas anklicken. Naja, aber vielleicht ist es ja auch jemand.
Ja. Ich glaube, es ist einer von den beiden. Na komm, dann erstmal die Frau. Nee. Wollen wir vielleicht gemeinsam laufen? Am Anfang vielleicht lockere 20 Kilometer. Oder 20 Meter, wenn das lieber ist. Falls sie es langsam angehen möchten. Langsam angehen? 20 Meter sind doch viel zu viel. Noch lieber lasse ich es gar nicht angehen. Okay, jetzt ihn. Jerry! Ja, Jerry! Ah, oh, die Detektive! Jerry! Gut, dass wir sie nochmal treffen. Wir suchen nach einer Katze. Haben Sie eine gesehen? Nein, ja, hier auf der Straße gibt es eine Menge Katzen. Was für eine suchen Sie denn? Und vielleicht wollen Sie auch, wollen Sie vielleicht welche von meinen, Gebäckkatzen? Die ich so... Ja. Ah, Eulen! Ja, nee, ich habe mehr Katzen. Und ich habe auch Eulen, wenn Sie welche wollen. Nee, ein Kater. Er heißt Rex und ist vollkommen weiß. Er stammt aus dem wohlhabenden Haus, aus einem wohlhabenden Haushalt. Und das sieht man ihm auch an. Nein, so eine Katze habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen. So. Nun, das ist schade. Gut, jetzt haben wir alle Straßen um Frau von Doppelpfunds Anwesen durchsucht und noch immer keine Spur von Rex. Katzen haben immer ihren eigenen Willen. Das ist das Problem. Es ist nie leicht, sie zu finden. Das stimmt. Wie geht es weiter, Kommissar Sherlock? Jetzt können wir unsere Suche nur noch ausweiten. Wenn wir Glück haben, finden wir zumindest einen Hinweis. Ein Hinweis! Wenn auch nicht Rex selbst. Gut, dann mal los. Weiten wir die Suche aus. Kling, kling, kling. Ach nee, doch nicht. Na, dann gehen wir da mal hin. Ah, ich glaube, jetzt kommt das Story-Rätsel. Welches Story-Rätsel? Spoilerst du gerade? Nee. Wir haben nie von irgendeinem Spoiler... Es kommt ja irgendwann bestimmt noch ein Story-Rätsel. Das ist ja wohl klar. Ja, aber... Ich habe ja nicht gesagt, was für ein Story-Rätsel. Ich hätte echt nichts sagen sollen. Okay, also ich glaube, du bist erstmal... Na, wie geht's? Oh, hallo. Gut, danke der Nachfrage. Wie kann ich helfen? Tut mir leid, dass ich sie einfach so auf der Straße anhalte. Ich wollte nur nachfragen, ob sie schon von dem tollen neuen Labyrinth-Spaß gehört haben. Vom tollen neuen Labyrinth-Spaß? Nein. Ernest, weißt du da mehr? Nein, ich weiß nichts von einem tollen neuen Labyrinth-Spaß. Nein, sagt mir überhaupt nichts. Es sollte zwar offensichtlich sein, aber ich bin ein Hund, also nein. Oh, okay. Ich hab's ausprobiert, aber mir ist es zu schwierig. Möchten Sie mein Labyrinth haben? Oh, danke sehr. Klingt schon sehr interessant. Dachte ich mir doch, dass das, was für Sie wäre, hier ist, gehören Sie. 100 Gramm. Was? Sehr nett von Ihnen. Ich freue mich schon darauf. Aha. Oh, es ist ein Minispiel. Es ist ein Minispiel, ja. Kein Story-Spiel. Ja. Okay. Die große Schiebung. Wollen wir probieren? Oder lass Bei diesem Rätselspiel musst du Sherl helfen, aus dem Tierheim zu entkommen, indem du ihn durch ein Labyrinth führst und die farbigen Blöcke unterwegs nach oben und unten tauschst. Ja, wahrscheinlich tauscht. Mal sehen, ob du alle Level schaffst. Ja, gerne. Okay, dann. Oh, das ist das Labyrinthia-Spiel. Wahrscheinlich. Die große Schiebung. Okay, machen wir es. Und das wird auch gewertet. Aber erstmal gucken, Tutorial. Ja. In diesem Spiel bewegst du Blöcke nach oben und unten, um Sherl die Früchte. Aus dem. Du musst Sherl innerhalb der vorgegebenen Anzahl von Zügen zum Ausgang führen, um das Level abzuschließen. Also, wir bewegen sie nach oben und nach unten. Okay. Sherl bewegt sich, wenn du die Pfeiltasten berührst. Er geht so lange in die vorgegebene Richtung, bis er wahrscheinlich irgendwo draufstößt. Die farbigen Blöcke bewegen sich nach oben und unten. Wenn, was? Befindet sich auf den Blöcken, wenn du den zugehörigen Schalter betätigst, bewegen sich die Blöcke nicht. Aha. Erst wenn Sherl sich tatsächlich bewegt, wird er das als Zug gewertet. Positionsänderungen der Blöcke gelten nicht als Zug. Okay.
Also wir müssen wohl auf diese gelben Felder, damit... Können wir das erste nicht sehen, das erste als Übung nehmen? Oh Mann, nimm nicht also... Na gut, ausnahmsweise. Das ist ja wieder so eine Sonderregelung. Oh, Kira muss weg, das ist ja schade. Ja. Na okay, aber trotzdem, ja. Nehmen wir das als Übungsphase. Weil ich hab's noch nicht ganz verstanden. Wenn du Shirl innerhalb der Mindestanzahl von Zügen befreist, wird er dir besonders dankbar sein. Okay. So. Also man hat wohl 5 Züge und man kann es auch in 4 schaffen, oder wie? Warte mal. Wie kann man denn... Achso, man kann... man kann die... okay. Nee, warte mal. Man kann die so betätigen und dann ändern sie ihre... Okay, das ist ja interessant. Oh, verdammt. Ich muss immer von vorne. Ich überlege gerade, wie könnte das wohl sein? Also wollen wir es wirklich nicht zählen? Ja. Okay. Also ich hab's in 4 Zügen geschafft. Ich nicht. Wollen wir es so machen, dass wir tatsächlich nach der Lösung gehen? Also die mit den vorgegebenen... Okay, ja, können wir machen. Gut. Ich bin gerade... Weil das müssen wir ja eh machen und... Also... Dann würde ich auch gleich sagen, dass wir es in dem schaffen müssen. Also wenn du es zwar schaffst, aber nicht die Mindest... oder die geringe Anzahl an Zügen hast, dann... Ja, aber dann ist ja nicht so viel. Ja, also es geht mit weniger, mit definitiv. Ach Mist! Ich habe ja gar nicht umgeschalten, aber gut, wir waren ja... Scheiße, weil der darauf steht. Ja. Ach so, und dann geht gar nichts? Dann kann ich den Herzblock nicht bewegen. Oh, gut, dass das. Ich habe gedacht, dann kann ich da runter und dann so rüber hoch. Mhm. Ja. 4 Züge, also mehr kannst du ja eh nicht machen. Das heißt, du musst ja an sich musst du ja mindestens 3 Züge sowieso schon mal machen, um überhaupt, wenn also. Also muss ich auf jeden Fall das machen schon mal. Genau, also du musst ja einmal mindestens nach oben, wenn man es jetzt so nennt. Ja, ja. Und dann nach links und dann wieder nach oben. Das musst du ja auf jeden Fall machen. Also du hast nur noch einen Zug mehr. Also musst du dir ja überlegen, was ist dieser eine Zug mehr und wo kommt er zum Einsatz. Ja, wow, finde ich total schwierig. Ja, wenn ich nach rechts gehe, bringt es mir nichts. Ja, eben. Wenn ich nach links gehe, bringt es mir auch nichts. Na, wo müsstest du gegengehen, damit du gerade runterkommst? Den Gelb. Oder Rot. Aber das habe ich schon probiert gegen Rot. Also Rot gegen Rot würde ich auch nicht probieren, weil das ist... Da ist ja das Blaue im Weg, dann das hatte ich ja schon. Ja, oder der gelbe Stern oder was auch immer. Nee, welche Rot? Welches Rot? Hä? Na, das Herz. Was anderes ist nicht Rot. Ja, das. Du meinst jetzt das auf der linken Seite? Ja. Nee, das würde ich auch nicht probieren, weil das klappt ja nicht. Ja, aber das, also, zu dem Rot-Rechts-Krieg kommt man auch nicht. Warum nicht? Weil ich ja dafür erstmal irgendwo gegenstoßen müsste. Hä? Ich müsste ja erstmal irgendwo gegenstoßen. Na, wo willst du jetzt hin? Zum Ziel! Ja, aber wo willst du auf dem Weg dahin anstoßen? Damit du... Zu dem Gelben. Richtig. Und wo musst du hin, damit du zu dem Gelben kannst? Zum Roten! Welchem Roten? Oder zum Blauen. Hä?
Nee, du willst doch bestimmt, also dann bevor du den letzten Zug machst, willst du ja bestimmt rechts von dem gelben, von dem oberen, unteren stehen, ja, oder? Ja. Na, mach nochmal. Also du willst ja hierhin. Und das nach 3 Zügen. Welche ist eigentlich die Neutaste bei denen? Der Ausgangspunkt ist aber richtig. Nee. Du hast ja gesagt, ich soll nach oben gehen. Was? Du hast gesagt, ich soll nach oben, links und oben. Ja, du musst das mindestens machen, aber du musst ja irgendwo noch einen weiteren irgendwo einbauen. Aber ist eben die Frage, an welcher Stelle. Oh, warte mal. Ah, nee. Klappt ja nicht genau, weil wenn du das gelbe gedrückt hättest, dann hättest du... Nee, so kriegst du es in 5 Zügen erstmal hin. Weil wenn du jetzt den gelben runter machst, hast du 2 noch. So, genau. Soll ich dir mal zeigen, wie das in 4 Zügen geht? Hm? Aber... Das ist gar nicht so schwer. Du bist spät. Mach mal nochmal, ne? Du bist spät. Komm. Alles gut. Das ist, also, das ist so, wie gesagt, also hoch rechts, nee, hoch links und hoch muss er zwar machen, aber er kann vorher oder irgendwie mittendrin ja theoretisch noch einen weiteren machen, aber in dem Falle wäre es wohl ganz sinnvoll, den Block erstmal wegzumachen. Dann, um an den gelben anzustoßen, muss er ja von hier aus dann kommen. Ja. Und da haben wir die 4 Züge. Das ist echt ein... Das ist ganz schön um die Ecke denken. Wollen wir das nächste machen? Ja.